Wir befinden uns hier in Esslingen, Stadtmitte, in der Landolinssteige. Da kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, infolgedessen eine ältere Dame lebensgefährliche Verletzungen erhielt. Die Dame wurde von einem LKW zwischen der Mauer und dem Fahrzeug eingequetscht. Das war eine Passantin, die die Steige hochgelaufen ist. Die Rettung erfolgte durch die Feuerwehr. Und nach Befreiung wurde sofort durch die eintreffenden Kräfte die Versorgung eingeleitet. Genau, die Feuerwehr hat das Fahrzeug gesichert und dann die Dame befreit. Also der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt vor Ort. Ja, es ist ein sehr steiles Straßenstück hier und das hat natürlich entsprechend auch besondere Schwierigkeiten beim Patientenabtransport verursacht. Genau, die Patientin wurde jetzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Esslingen transportiert.